Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zur tatsächlich ersten Sonderveranstaltung im Jahr 2017. Das ist die erste Veranstaltung mit einem Gast in diesem Kino in diesem Jahr. Wie Sie sicher wissen, haben wir immer wieder Gäste aus Film, Kultur hier bei uns und das ist eine große Freude für uns. Und unser heutiger Gast, das ist vielleicht auch ganz spannend, der hatte keine weite Anreise, denn er lebt gar nicht weit von hier in Sachsenhausen. Er ist Büroleiter unseres Oberbürgermeisters Peter Feldmann, Martin Wimmer. Ist heute hier, da schon mal ein Applaus an dieser Stelle. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, und er ist, ohne dieses Amt in irgendeiner Weise geringschätzen zu wollen, weit mehr als ein Büroleiter. Denn in Martin Wimmer schlägt ein großes Künstlerherz, ohne Übertreibung. Als DJ mit dem klingenden Namen Borderlords war er über 2 Jahrzehnte im Bayerischen aktiv, schrieb selbst unter dem Pseudonym Willi Ehms über 100 Songtexte und beschreibt sich in seinem Blog meinlanddeinland.com als textsicher in den Werken von Dean Martin, dem frühen Wolfgang Ambros und natürlich Townes Van Zandt, dem der heutige Abend gewidmet ist und den wir gerade auf der Leinwand sehen. Martin Wimmer hat im vergangenen Jahr mit einem Buch hier in Frankfurt für Furore gesorgt. Das Buch trägt den Titel Ich bin der neue Hilmar und trauriger als Townes. Ja, mit Hilmar können wir hier in Frankfurt was anfangen? Das ist nicht überall so. Hilmar Hoffmann kennen wir sehr, sehr gut. Das Deutsche Filminstitut hat auch ein Buch zum 90. Geburtstag rausgebracht, das ich hier gerne einmal hochhalte. Klaus-Jürgen Göpfert hat es geschrieben, der Kulturpolitiker. Ja, Hilmar Hoffmann war und ist für uns hier eine wichtige Person, gerade für dieses Haus. Denn seiner Initiative ist es zu verdanken, dass das Deutsche Filmmuseum geschaffen wurde und ja, auch die Begründung dieses Kinos. Denn seinerzeit als allererstes kommunales Kino in Deutschland hatte Hilmar Hoffmann ein Kino hier angesiedelt. Bis heute ist er dem Deutschen Filmmuseum eng verbunden. Und ja, insofern freut es uns natürlich sehr, Sie, lieber Herr Wimmer, dass Sie sich in dieser Tradition sehen. Das ist ganz spannend. Und dass Sie, so verstand ich Sie nach der Lektüre Ihres Buches jedenfalls, auch den Film und das Kino doch recht weit oben ansiedeln. Natürlich, die Musik steht ganz oben, das habe ich schon verstanden, aber dann kommt der Film als eine ihrer künstlerischen Leidenschaften. Ja, ich möchte gerne kurz noch auf Ihr Buch eingehen, denn in Ihrem Vorwort, Ihrem Derif, wie Sie es nennen, schreiben Sie eine wirklich interessante Passage, die ich gerne an dieser Stelle einmal zitieren möchte. Also Martin Wimmer schreibt, mein kulturpolitisches Programm ist, dass jeder Mensch imstande ist, ein Buch wie dieses hier zu verfassen. Dass jeder Mensch die Bildung dazu erhält, die freie Zeit, die finanziellen Mittel, die technische Ausrüstung, das Netzwerk an Freunden, die ästhetischen Erfahrungen in allen Bereichen der Kunst, die Freiheit in Raum und Zeit zu reisen. Dass die allgemeine Anarchie es zulässt, im öffentlichen Diskurs private Leidenschaft zu pflegen. Jeder Mensch, Kultur von allen, darunter mache ich es nicht. Das klingt toll und wir sind gespannt, wie sich das auch im Gespräch nachher fortsetzt. Und natürlich, wie Sie den Bogen schlagen von Hilmar Hoffmann zu Townes Van Zandt, von Frankfurt nach Texas. Und natürlich, wieso Sie oder Ihr Ich-Erzähler trauriger sind als Townes. Denn was Townes Van Zandt auszeichnet, das werden wir gleich in einem ganz wunderbaren Film noch erleben, den Sie sich auch gewünscht haben. Der Film heißt Be Here to Love Me, a film about Townes Van Zandt aus dem Jahr 2004 von Margaret Brown. Und es lohnt sich auch nach dem Film noch sitzen zu bleiben, denn es wird noch ein kleines Publikumsgespräch geben, in dem Sie dann auch Ihre Fragen stellen könnten. Ja, wir freuen uns auf einen Abend, den man in Anlehnung an einen Klassiker von Wim Wenders, Gut und Gewissens Frankfurt, Texas, nennen könnte. Bitte begrüßen Sie mit mir Martin Wimmer. Ja, ich will es ganz kurz machen mit der Einführung, denn wir sind alle hier, um den Film anzuschauen. Ich würde Sie, liebe Gäste, als allererstes bitten, vielleicht sich mit mir zu bedanken beim Deutschen Filmmuseum, Deutschen Filminstitut, insbesondere Claudia Dillmann, Natascha Gikas und Urs Spörri, die es uns allen heute ermöglicht haben, den 20. Todestag von Townes Van Zandt am 1. Januar heute hier zu feiern. Vielen Dank. Alles, was es zu Townes zu sagen gibt, werden wir gleich in den nächsten 99 Minuten sehen. Der Filmklassiker zum Thema Texas ist natürlich Paris, Texas von Wim Wenders. In den letzten Jahren ist Tree of Life von Terrence Malick der Kinofilm, der vielleicht am prononciertesten Texas thematisierte.
Und alle drei Regisseure, die ich jetzt genannt habe, Wenders, Malick und Margaret Brown, bauen ihre Filme nicht auf einer Handlung auf, sondern auf Bewegung. Bewegung in einer Landschaft, Landscape. Der Blick richtet sich aus einem fahrenden Auto auf eine Weite, die das Innenleben über Soundscapes, Soundtracks, Songs spiegelt. Der Blick der Kamera, die Stimme des Sängers werden zu unserer Perspektive auf die Welt. Und was wir sehen, was wir heute sehen werden, ist Amerika. Und was wir hören werden, ist amerikanische Musik, Americana Music, wie das Genre heißt. Texas, vielleicht vielen nicht bewusst, ist das wichtigste Musikland Amerikas, aber neben Kalifornien auch das wichtigste Filmland in den USA. Ein paar Stichworte, Arthur Penn drehte mit Bonnie und Clyde am Ort des Geschehens einen grandiosen New Hollywood Film über das Outlaw-Pärchen aus Texas. Fandango ist der texanische Roadmovie schlechthin mit Kevin Costner in seiner ersten Hauptrolle. Vor einigen Jahren kam Prince Avalanche in die Kinos, ein Film von David Gordon Green, in dem zwei Straßenarbeiter mit dem Auftrag, den Mittelstreifen neu nachzuziehen, eine Straße in Texas entlang laufen. David Byrne von den Talking Heads hat für seinen Film True Stories in Marfa und Lubbock, Texas Halt gemacht und mit dort ansässigen Songwritern wie Terry Allen gearbeitet. Der weltweit mit Abstand bekannteste Schriftsteller aus Texas ist Larry McMurtry, Vater des bekannten Songwriters James McMurtry. Von seinen frühen Büchern wie The Last Picture Show, unvergessen verfilmt von Peter Bogdanovich, bis hin zum Drehbuch der schwulen Cowboy-Ballade Brokeback Mountain, für das er den Oscar bekam. In Last Picture Show laufen praktisch ausschließlich Songs von Hank Williams, der übrigens auch am 1. Januar verstorben ist, genau wie Townes Van Zandt. In der Fortsetzung Texas Will ein breites Spektrum texanischer Songwriter im Soundtrack von Brokeback Mountain. Wenn Sie sich den Film nochmal anschauen, sind Songs von Willie Nelson und Steve Earle zu hören. Steve Earle ist bekannt für seinen Satz: Townes Van Zandt is the greatest songwriter in the whole wide world. And I would stand on Bob Dylan's coffee table in my cowboy boots and say that. Wer Independent-Kino liebt, schillernde Figuren und das Scheitern, kommt nicht an Slacker und Waking Life des Texaners Richard Linklater vorbei. Weitere Top-Regisseure aus Texas sind auch Wes Anderson, der mit raffinierten Komödien wie Darjeeling Limited oder Grand Budapest Hotel für Furore sorgt. Und Robert Rodriguez, der in From Dusk Till Dawn mit dem Titty Twister eine blutige Satire auf das Honky Tonk erfand. Man sollte vielleicht auch erwähnen, dass die Coen-Brüder ihren ersten Film Blood Simple in Texas drehten und in der legendären Bowling-Szene ihres The Big Lebowski spielt der texanische Songwriter Jimmy Dale Gilmore den empfindsamen Smokey. Zum Abspann ihres Films lassen die Coen-Brüder ein Lied der Rolling Stones laufen, Dead Flowers, in der eindringlichen akustischen Version von Townes Van Zandt. Und damit schließt sich der Kreis. Was Sie jetzt gleich erleben werden, ist Texas, ist Amerika in Bild und Ton. Und auch wenn Sie den Film schon kennen, achten Sie darauf, Amerika. Allein in den ersten 10 Minuten werden Sie Folgendes hören oder sehen, wenn Sie genug aufpassen. Vielleicht schließen Sie jetzt mal kurz die Augen, ist nochmal die Gelegenheit, vor dem Film die Augen ruhen zu lassen. Machen Sie mal die Augen kurz zu und ich lese Ihnen mal vor, was in den nächsten 10 Minuten, den ersten 10 Minuten des Films passieren wird. Cars, Mountains, Highway, Rain, Windshield Wipers, Sun, Stars, Daydreams, Sky, Life, Trees, Wood, Young Man, Devil, Laughter, Death, Bar, Hitchhiker, Liquor Store, Backpack, Clothes, Desert, Day, Night, Moon, Gun, Hat, Snow, Coat, Neon Lights, Bridge, Baseball, Cap, Cigarette, Whiskey Bottle, Jeans, Belt, Truck,
Beercan, Dreamcatcher, Dust, Rain, Motel, Loneliness, Broke, Ranch, TV, Wife, Mom, Parking Lot, Cell, Beach, Tequila, Luck, Office, River, Road, Free, Clean, Iron, Sleep, Black, Dog, Leather, Coke, Backyard, Powerline, Barbed Wired Fence, Stage, Baird, Fucked Up, High, Hippie, Fun, Heart, Job, Family, Horse, Grandfather, Telephone, Car, Shoes, Football, Wrestling, Champion, Chunky, Money, Buddy, Counterculture. Jetzt dürfen Sie die Augen wieder aufmachen. Das waren nur die ersten 10 Minuten. Margaret Brown ist ein sehr, sehr beeindruckender Film über eine sehr amerikanische Geschichte gelungen. Die Geschichte eines jungen Mannes aus besten Verhältnissen, der sich in den 60ern in Texas der Dichtung zuwendet und nie wieder in das kommerzielle Amerika zurückfindet. Als Heldenverehrung taugt der Film nicht. Er schmerzt und er nimmt hinweg. Towns, we're here to love you today. Ja, also ich muss wirklich sagen, das ist, erstmal muss ich Danke sagen, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise, dass Sie uns diesen Film hier präsentiert haben, weil, also ich bin richtig bewegt und ich war bis eben kein Fan von Towns and Zandt, also und jetzt bin ich es tatsächlich. Was macht diesen Mann so faszinierend? Ja, da hoffe ich, hat der Film bei denen, die es noch nicht wussten, jetzt das Seine dazu beigetragen. Was der Film natürlich nur in Ansätzen schafft, ist die Qualität der Songtexte wirklich wieder zu spiegeln und die Qualität der Musik. Ich kann jedem nur empfehlen, zu Hause entweder in Spotify mal reinzuhören, YouTube reinzuhören oder sich natürlich noch besser eine CD zu kaufen, eine Schallplatte zu kaufen. Gibt es alles noch wunderschöne LPs in Vinyl, kann man noch kaufen. Towns Van Zandt, er hat es ja gesagt, die lagen alle noch bei seiner Mutter im Keller und die gibt es immer noch tatsächlich im Handel. Ja, dieser Film, der ist ja auch tatsächlich, eben wie Sie vorhin gesagt haben, keine Heldenreise, sondern dieser Mann, der ist gebrochen und trotzdem strahlt er was aus, was eine ja, Lebensmut, Lebensfreude irgendwie in sich birgt. Ist das das Geheimnis? Ja, also ich glaube, das eine, was uns sicher alle fasziniert, die so richtig Fans von ihm sind, ist natürlich die Authentizität, die er ausstrahlt, dieses Unerbittliche, dieses totale Konzentriertsein und Wollen, auf Kunst fokussiert sein, auf Songtexte, auf Musik. No Bullshitting in irgendeiner Form, höchste Qualitätsansprüche. Aber, und das glaube ich, hat man heute schon auch so ein bisschen mitgekriegt, das ist nicht alles sehr, sehr ernst, sondern da gibt es auch sehr, sehr viel Humor, sehr, sehr viel Witz. Und gerade die Konzertaufnahmen, wenn man sich jetzt nicht Studioaufnahmen anhört, sondern die Live-Aufnahmen, da erlebt man genau diese Fallhöhe in den Zwischentexten, wenn er so erzählt. Er erzählt auch ganz viele Witze zum Beispiel, es ist sehr, sehr lustig und dann kommt wieder dieses Traurige und die Todesgeschichten und so geht es immer rauf und runter und das macht auch ganz viel der Wirkung aus. Ja, sind wir auch genau an dem Punkt, bevor Sie auch gleich Fragen stellen können. Trauriger als Towns steht bei Ihnen im Titel. Ich habe das Gefühl, der Mann ist gar nicht so traurig eigentlich. Jein, weiß ich nicht. Es ist halt so ein bekannter Spruch über ihn, der Traurigliedersänger hört man sehr, sehr häufig. Ich glaube schon, dass die Traurigkeit, die Einsamkeit, diese Todessehnsucht, dieses Alleinsein eine sehr, sehr starke Komponente seiner Texte. Melancholie dann auch dabei. Ja, auch. Und was ich sehr, sehr schön fand, das war für mich so der zentrale Satz, man muss die Traurigkeit kennen, um sie wegschieben zu können und das Leben genießen zu können. Ja, so ist es im Blues ja ganz generell. Es gibt ja immer die Leute, die zieht der Blues runter und es gibt die Leute, die können sich mit dem Blues wieder aufrichten aus dem Schlechten, wie es ihnen gerade geht, geht es ihnen danach besser.
Also ich möchte gerne auch die Runde öffnen an dieser Stelle. Teilen Sie Ihre Eindrücke mit uns gerne oder stellen Sie Fragen. Wir haben einen echten Townsend-Kenner auch und anlässlich des 20. Todestages können Sie das natürlich gerne nutzen. Geben Sie mir ein Zeichen und ich komme zu Ihnen dann mit dem Mikro. Aber Sie können auch erstmal noch ein bisschen nachdenken, weil ich finde auch noch spannend dieses Amerika-Bild, was damit gezeichnet wird. Das ist ja... Ja, also so hat man das eventuell auch gar noch nie wahrgenommen, gesehen, wie sich das über die Zeiten so entwickelt. Und das ist so beiläufig in diesem Film. Ja, das finde ich auch das Spektakuläre eigentlich an dem Film, der auch als Film bestehen kann, ganz unabhängig von der Person Townsend Sand und ob man jetzt die Musik mag oder nicht. Es ist eine sehr amerikanische Geschichte, die beginnt in den 60er Jahren. Und man könnte jetzt ganz viele Bezüge herstellen, natürlich zur Beat Generation, die ganzen Drogengeschichten und wie sich das dann entwickelt hat über die Nashville-Zeit. Man hat ja einmal diese Szene gesehen, wo er so völlig überproduziert, so in diesem polierten Studio steht und der Frauenchor singt dann noch mit. Und dann geht es wieder rapide bergab. Und es ist so die Antithese zum American Dream. Ja, das ist, es geht immer nur aufwärts und dann bist du Millionär. Er kommt ja aus einer Millionärsfamilie, war aus einer ganz reichen Multimilliardärsfamilie in Texas, eine Ölfamilie, nach der, man hat es ja gehört, sogar ein eigener Landkreis benannt ist in Texas. Van Sant County, und er ist halt immer weiter abgestürzt. Ja. Das ist der anti-amerikanische Traum. Ja, er sagt auch am Anfang, dass er diese Entscheidung, da rauszugehen und dann mit seiner Gitarre wirklich alles aufzugeben, was er vorher hatte, um dann wahrscheinlich damit sein Glück wieder zu finden und wieder quasi hochzukommen. Das ist so eine, ja, das hat was. Das hat auch, verliert auch nichts bis heute. So ja, das ist, eine Sehnsucht, die vielleicht viele von uns manchmal spüren, gerade die Künstler, die Musiker unter uns, die Schriftsteller. Wir spüren das ja alle, dass das vielleicht die Voraussetzung wäre, dann dass es so richtig klappt, ja, dass so richtig ernst gemeint ist, aber wer tut es schon wirklich? Und die Zeiten sind vielleicht auch nicht mehr so, dass man sich in eine Hütte im Wald zurückziehen kann und LSD einschmeißt. Nicht, dass es mir immer wünscht, aber so manchmal. Und das tut natürlich keiner. Und der Towns ist eine Identifikationsfigur, der es halt getan hat und der deswegen auch für viele so eine Projektionsfläche ist. Wissen Sie noch, wie Sie auf ihn gestoßen sind? Wie es angefangen hat bei Ihnen? Ja, tatsächlich, ein Freund hat mal eine Kassette aufgenommen und wenn Sie mich jetzt fragen, der Kassette, die hat damals Kassetten, hatten zwei Seiten natürlich und die erste, es war so selbst gebasteltes Cover und auf der ersten, die erste Seite war benannt This Side und die zweite hieß Suicide. Und auf der Suicide-Seite waren dann schon die ersten Townsend Sand Songs. Wow. Und dann haben Sie ihn auch live erlebt wahrscheinlich, oder? Ich habe ihn sogar mehrfach, 4, 5, 6 Mal live erlebt in Texas, in Deutschland. Absolut gigantische Konzerte, wo er voll in Form war und die Leute begeistert hat, ein paar tausend Leute. Und absolut entsetzliche Konzerte, wo er so fertig war, dass er an der Gitarre vorbeigeschlagen hat, also die Gitarre gar nicht mehr getroffen hat. Und das war wirklich ganz schlimm mit anzuschauen. Und da war der Verfall schon so, dass... wie Dave Olney das auch geschildert hat, eigentlich am liebsten wieder aus dem Saal gegangen wäre, weil es zu peinlich war. Und aber wie fühlt man sich denn da, wenn man ein echter Fan ist und merkt, dass eigene Idol eventuell da gerade so zerbrechen? Ja, ist eine Mahnung ans eigene Leben. Ich glaube, das ist wie wenn man den eigenen Vater oder die Mutter, wie auch immer, zu oft betrunken vor der Haustür liegen sieht, dann überlegt man sich auch, ob man mit dem Saufen anfängt. Und so ist es dann auch, wenn man den Townsend Sand so erlebt. Für mich war das immer auch eine Mahnung, weil ich wirklich sehr viele Konzerte gesehen habe und sehr viele Künstler über längere Zeit, Jahrzehnte hinweg beobachten konnte, wie man es macht und wie man es nicht macht. Und ich glaube, da ist der Towns eher das Beispiel, wie man es nicht macht. Ja, haben Sie Erlebnisse, die Sie mit uns teilen wollen, mit Towns Van Zandt oder Kommentare? Ja, ich komme zu Ihnen ganz kurz. Hallo. Ja, ich bin alter Blues-Fan und mich würde interessieren, wie die Begegnung mit Light King Hopkins war, ob das ein Vorbild war für Towns oder wie das zustande kam. Weil das ja eigentlich eine andere Musikrichtung ist, aber irgendwie trotzdem verbindend. Ja, da kann ich gern was dazu sagen.
Townes Van Zandt hat ganz stark sich auf die Blueswurzeln in Texas bezogen. Der Country Blues ist ja ein bisschen anders als der Chicago Blues oder der New Yorker Blues. Und im Country Blues ist Lightnin' Hopkins ja eine der federführenden Figuren. Und sie haben es, er war ja auch zu sehen hier, wie er Gitarre gespielt hat. Und der Townes Gitarrenspiel, insbesondere wenn er die Aufsätze auf den Fingern drauf hat und fingerpickt, sind 1:1 aus den Lightnin' Hopkins Nummern übernommen. Die beiden kannten sich auch, haben gemeinsam gespielt im Live at the Old Quarter Album. Das ist ein Doppelalbum, das viele Townes-Fans kennen. Steht es hinten auch wunderschön beschrieben auf den Liner Notes, wie die beiden gemeinsam gespielt haben. Also das war ein ganz wichtiger Einfluss für ihn. Und nicht die Studioalben, aber die Live-Platten und auch die Konzerte sind ausgesprochen Blues geprägt. Also wenn man Blues-Fan ist, wird man mehr von den Live-Platten haben. Wenn man eher so die emotionale Seite vom Townes mag, ist man mit den Studioplatten besser bedient. Die sind, hat man ja gehört, auch ein bisschen besser produziert, ein bisschen satter, und da geht es dann eher schon so viel Spector-mäßig und Leonard Cohen-mäßig wird es dann schwer und satt. Und die Live-Platten sind sehr akustisch und folkig und bluesig. Ich muss sagen, ich bin großer Cohen-Fan und deswegen fand ich das jetzt eben gerade sehr, sehr passend, gerade die Studioaufnahmen in der Tat, das hat mich sehr angesprochen. Aber wenn wir von den Wegbegleitern sprechen, Sie haben ein T-Shirt an, was ja auch noch mit den Wegbegleitern zu tun hat. Wollen Sie uns da ein bisschen aufklären? Ja, das sind Townes, Guy Clark und Susanna Clark. Und ich habe crowdgefundet ein Film und ein Buch über Guy Clark von Tamara Seviano. Das Buch ist schon erschienen, der Film wird wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr erscheinen. Also das ist der Mann, der über ihn lästert, in Anführungszeichen, am Schluss dann nochmal auftritt. Guy Clark ist auch ein ganz großer Songwriter. Und, im Mai verstorben. Und, die drei hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis, hat man ja gehört, und Townes war mit Susanna Clark wirklich sehr, sehr eng befreundet. Und wenn man das Buch liest, also die Biografie vom Guy Clark, dann fragt man sich schon, mit wem die Susanna eigentlich verheiratet war, mit dem Guy oder mit dem Townes. Das ist eine sehr interessante Dreiecksgeschichte zu lesen. Und weiß man schon, wann der Film rauskommt? Also es wird gemunkelt dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber eigentlich müsste es dieses Jahr noch klappen. Haben Sie noch weitere Fragen, Kommentare? Weil Sie haben, ja, ich komme mal. Ich habe den Film, fand ihn sehr interessant und habe viel daraus gelernt. Aber jedes Mal, wenn ich solche Filme sehe, frage ich mich, warum Musikfilme immer von Leuten gemacht werden, die keine Musik mögen. Außer unter den Nachspann, die beiden Songs, wird kein einziger Song ausgespielt, was mich jedes Mal bei solchen Musikdokumentationen stört. Kann ich nachvollziehen. Ich habe mir in Vorbereitung des heutigen Abends den Film auch ein, zwei Mal angeschaut und ich hatte übrigens genau denselben Gedanken. Ich habe mir gedacht, ich bin davon ausgegangen, dass sehr viel weniger Leute da sind, bin wahnsinnig positiv überrascht, so viele Gesichter heute zu sehen, und habe gedacht, naja, die paar Leute, die kommen, die kennen wahrscheinlich den Townes und die kennen alle Lieder und da ist es dann auch gar nicht so wichtig. Aber Sie haben völlig recht, das wäre natürlich sehr, sehr schön in so Filmen, länger das zu hören, aber es ist vielleicht die Aufforderung an alle, die ihn noch nicht so gut kennen, jetzt dann daheim mal sich ein paar Songs ganz reinzuziehen. Fangen Sie mit To Live Is To Fly an. Also wer irgendeinen Tipp braucht, das ist der Song, mit dem er startet, To Live Is To Fly, und von da an können Sie dann alles andere weitermachen. Ich muss auch sagen, es hat genau bei mir funktioniert als Nicht-Kenner. Wenn da die Auswahl geringer gewesen wäre, hätte ich viel weniger von der Breite erfahren. Also insofern ist es immer ein Abwägen natürlich. Auch wenn ich mir manchmal natürlich gewünscht habe, dass ein Song auch länger zu hören ist. Aber das geht ja vielleicht jedem auch nochmal anders. Haben Sie noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, Sie haben auch noch eine Homepage, townes.org, gegründet. Können Sie uns dazu was sagen? Was erfährt man dort? Und warum haben Sie es gemacht? Weil das ist einfach die Website zum Buch. Also, Sie haben es ja vorher gesagt, das heißt, ich bin der neue Hilmer und trauriger als Townes. Und das ist ein relativ langer Titel. Es gibt auch noch einen Untertitel, der zieht sich dann nochmal über 4 Zeilen und das wäre für eine Website dann doch zu lang. Und deswegen ist die Website einfach www.townes.org. Da kann man sich über das Buch informieren. Und wer sich in irgendeiner Form für Townes Van Zandt, Guy Clark, J.H.F. Walker, irgendeinen der Namen interessiert, die da heute genannt worden sind, für die Musik, um die es da geht. Wer sich für Film interessiert aus Texas, Film,
Bücher aus Texas, generell für Amerika interessiert, ist sicher nicht schlecht beraten, sich das anzuschauen. Trotzdem frage ich mal nach, wenn wir schon hier stehen und in Frankfurt über dieses Buch sprechen, die Seite heißt nicht hilma.org. Also Sie haben sich schon für Towns als Nummer 1 entschieden. Ja, ja. Nein, der Hilmar war natürlich in Frankfurt. Ich sehe ein paar vertraute Gesichter, die jetzt auch in der Politik, mit der Politik in Frankfurt vertraut sind. Hier Bundestagskandidat Oliver Strang zum Beispiel ist hier und Gregor Ammann, Stadtverordneter. Das sind ja Leute, die Politik gut kennen. Und die kennen den Hilmar Hoffmann. Aber wer kennt den sonst schon außerhalb von Frankfurt? Und den Towns Van Zandt ist natürlich der viel wichtigere Name in dem Titel. Um den geht es schon eigentlich. Aber trotzdem war es auch eine Ansage, hier in Frankfurt Politik zu machen und ich bin der neue Hilmar zu sagen. Ja, aber es ist natürlich genauso ironisch, wie zu sagen, ich bin trauriger als Towns, denn das geht ja auch nicht, wie wir gerade festgestellt haben. Und die doppelte Ironie des Titels erklärt sich da eigentlich für die Leute, die sich damit auskennen von selbst und für die anderen ist es eh egal. Ist eine Frage noch, ich glaube mich natürlich gerne. Ja, ich habe eine Frage, gibt es, oder die Sie vielleicht beantworten können, gibt es eine Beziehung von Towns zu Europa? Also, dass er in Amsterdam gespielt hat, konnte man sehen und dass Latein quasi in gewisser Hinsicht bei ihm auch sogar eine Rolle spielte, das konnte man auch hören. Aber gibt es irgendeine Beziehung? Oder und noch eine Ergänzungsfrage, wie war so die Rezeption? Ich habe da gesehen, 76, also quasi, wie war die ersten Rezeptionen von Towns quasi hier in Deutschland oder in Europa insgesamt? Also die spektakulärste Beziehung von Towns zu Europa ist, dass seine letzte Freundin, man hat ja jetzt hier nur drei Ehefrauen gesehen, die letzte Freundin war angeblich eine Claudia Winterer aus Darmstadt. Was heißt, er war hier? Kein Scherz. Und ansonsten war die Rezeption in den 60er und 70er Jahren, Anfang der 70er, sehr, sehr gering. Es ist ein bisschen was passiert Mitte der 70er, als diese Outlaw-Bewegung aufkam, Progressive Country, also J.J. Walker, Waylon Jennings, Willie Nelson, David Allen Coe, diese Namen. In dem Zuge ist ein bisschen auch der Towns Van Zandt genannt worden. Aber der eigentliche Durchbruch für ihn kam erst in den späten 80ern. Und Anfang der 90er, da war er auch sehr viel auf Tournee. Da hat man ihn hier in Deutschland überall sehen können. Wirklich in jeder größeren und kleineren Stadt. Auch in anderen Ländern, Italien, in Niederlande, in England gibt es wunderbare Live-Aufnahmen. Von den Einflüssen her, glaube ich, ist es bei ihm weniger als bei Bob Dylan zum Beispiel, der sehr stark von der europäischen Kultur geprägt ist, der auch... Jetzt haben wir sie alle mitgekriegt nach dem Nobelpreis auf die griechische Antike, auf die römische Antike und so weiter zurückgreift, aufs Mittelalter. Das ist bei Towns sicher weniger der Fall. Der ist sehr viel stärker amerikanisch geprägt als unter Bob Dylan. Ich habe auch noch eine Frage, vielleicht so ein bisschen mehr Verständnisfrage bei diesem Musikvideo, was man mit Willie Nelson dann eben auch sieht. Lief das dann weitgehend ohne ihn oder wurde er da integriert? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil man sieht ihn ja schon auch, aber nicht in vorderster Reihe. Ne? Nein, es gibt kein Musikvideo im eigentlichen Sinn von Towns Van Zandt. Also er hatte nie einen Hit oder eine Aufnahme in irgendeiner Form, die es gerechtfertigt hätte, ein Video dazu zu drehen. Aber es gab eben von Willie Nelson und Merle Haggard diese Aufnahme von Punch and Lefty, die Nummer 1 wurde und wo ein Video dazu gedreht wurde. Und da hat man ihn eingeladen und da durfte er eben da in der Kneipe mitsitzen und in die Kamera lächeln. Übrigens, was man sehr gut sehen konnte, glaube ich auch, es gibt ja sehr viel Footage-Material, also sehr viel Videoaufnahmen von ihm. Und Towns war unglaublich fotogen und der konnte so gut flirten mit der Kamera, der hatte ein so präzises Timing, der wusste haargenau, was er tut, wenn die Kamera auf ihn gerichtet war. Also ist ein echter Showman und da zahlt sich's natürlich aus, wenn man sein Leben auf der Straße verbringt vor Publikum. Das, was ich hier tue, ja, was wir als Schriftsteller ja auch ständig haben beim Lesen, dass wir vor Publikum stehen, das hat ein Musiker ja umso mehr. Jeden Abend steht der vor Leuten und muss interagieren mit denen und das konnte der perfekt. Was glauben Sie, was hätte er zu diesem Film gesagt, wenn er ihn noch gesehen hätte? Ich glaube, er hätte ihn gar nicht angeschaut. Das wäre so typisch Towns gewesen. Das hätte er weit weg von sich gehalten.
Wir sagen jedenfalls vielen Dank, dass wir den Film hier heute Abend sehen konnten, dass Sie uns so viel dazu erzählt haben. Ich möchte Ihnen das Buch ans Herz legen. Es ist ein Name-Dropping, es ist eine Reise, ganz ähnlich wie bei Ihrer Einführung. Man hat ganz viele Sinne. Es ist so ein bisschen ein Second-Screen-Buch, habe ich mal vorhin gesagt. Man hat dazu die ganze Zeit das Gefühl, ich muss was nachschlagen, ich will das sehen. Also das lege ich Ihnen sehr ans Herz und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abend. Martin Wimmer, Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, kommen Sie gut nach Hause und ich möchte natürlich gerne noch darauf hinweisen, jetzt im Januar haben wir zwei große Reihen hier im Kino. Einmal Hitchcock, einmal Best of des vergangenen Jahres. Schauen Sie mal ins Programm, es lohnt sich. Bis bald. Tschüss.